Hallo Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Red Dead Redemption 2. So Leute, ich weiß gar nicht genau, was wir jetzt machen müssen. Wir werden jetzt einfach mal hier in den gelben Bereich reingehen. Ihr seht es auf der Karte. Da, der gelbe Bereich. Und dann schauen wir mal, was uns dort erwartet. Sehen wir das irgendwo hier? Aufgaben. Protokoll ist leer, okay. Schau später noch einmal nach. Okay. Gehen wir einfach mal hier rein, würde ich sagen. Welcome back, Mister. Have a look around. Ach, Ladenbesitzer, können wir hier. Ne, hier wollen wir nichts, hier waren wir vorher schon drin. Thanks for your assistance. Dann gehen wir mal zu dem Zeichen dort hinten. Da kommen wir nicht rein. Muss hier unten irgendwo. Saloon. Schauen wir mal in den Saloon rein. Und Frauen schon wieder am Arthur, Suppeln. Arthur, come over here. I want you to meet our friends. Pleased to meet you. Ja, das sind sie gar nicht. A toughest-teak mountain man. Die Musse eines Amerikaners. Anastasia, anyone can tell this one is a pussy cat. Exactly. Yes, he's a pussy cat. Ain't that so, Arthur? Whatever you say. How much you cost, anyway? Well, ain't that a nice way to talk to a lady? Oh, I didn't know I was talking to a lady. Excuse me. Well, I must say, you got a fine way with the women, amigo. Yeah, regular dandy and a charmer. Where's Bill? Oh, man, I dread to think about it. Hey, 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 there he is. Watch where you're going. Take it easy, are you about pal? To kiss that guy Take or punch him? Oh, and we have our answer. Hey, you was. Ah, okay, auf 4 kann ich ausweichen. Los, Bitch! Udo! Hilft der Bande, die Schläger zu besiegen. Was ist hier los? Oh. Oh, ist das hier der Boss oder sowas? Wo ist mein Hut? Wenn mein Hut hier weg ist. Klavier. Alter Schwede. You want some too, huh? Alter Schwede. Come on, pretty boy. Pretty boy. Was ist denn los? Pretty boy. Kann ich ihn nicht abknallen? Come on, let's see it. Go on, Tommy. Alter. In the mud.
Ihr habt immer viel Energie. Kriegt ihr nicht den Penner? Warte mal, was kann man hier nehmen? Trigger down, deine Scheiße. Surely that's enough. What business is it of yours? No business. No business, sir, but please, I beg you. Alter Schwede. Making new friends again, I see, Arthur. Look who we found sniffing about. Josiah Trelawney. The very same. Well, I thought you'd gone to New York. And miss all this glamour. You must be joking. How are you? Well, quite well indeed. I went to Blackwater looking for you gentlemen. You're not very popular there, it seems. Ah! Javier and Charles. I've missed you. And Bill looking as well as can be. Gentlemen, always a pleasure. You're right. We ain't too popular in Blackwater. We left a lot of money there. And young Sean, it seems. Sean, you found him? Yes, I have. He's being held by some bounty hunters, trying to see how much money the government will pay them. I know he's in Blackwater, but there's talk of them moving. Well, if we step foot in Blackwater... Well, then we're dead men for sure. There'll be Pinkertons all over the place, but yes, if he's alive, we gotta try. Yeah, of course. It's you they want, Dutch. Always is. Charles, go find out what you can, carefully. Josiah, take Javier. Arthur, go get yourself cleaned up. Join them when you're ready. Well, what about me? Well, exactly. What about you? What does that mean? Oh, Bill, come on. Ich glaube, der muss sich mal baden gehen oder so. Wartet auch schon wieder länger. Mission abgeschlossen. Die Muße eines Amerikaners. Wir schauen mal schnell auf die Karte. Was ist das hier? Das ist der Gemischtwarenhändler hier. Hotel. Ich weiß nicht, ob man hier baden kann. Büchsenmacher, Arzt. Aber wo kann man hier baden? Saloon. Maskending. Hier ist unser Lagerfeuer. Normalerweise im Hotel, oder nicht? Wir schauen mal ins Hotel rein, ob wir uns da baden können. Oh. Welcome back. Hotelbesitzer L2. Bad. Okay, 25 Cent, das geht noch. I need a bath. That's okay. Can you organize? I got someone warming it up for you already. Just head down the corridor there. Müsste hier sein, der Badehaus. Geh doch mal waschen. Would you like some help in here?
Ah, das brauchen wir nicht. Ablehnen. Maybe another time. Was plus Geld? All right, I'll leave you to it then. Okay, dann müssen wir wieder sauber sein. Linken Arm waschen. Rechtes Bein waschen. Deine Ausdauer hat sich erhöht. Okay. Würde ich sagen, Bad verlassen. Klamotten sind auch wieder sauber. Aber unser Hut ist weg. Oh, wo ist unser Hut? Warte mal, hier haben wir uns geprügelt. Liegt der vielleicht hier noch irgendwo? Dann gehen wir nochmal da rein. Vielleicht sehen wir unseren Hut hier irgendwo. Ah, da ist er. Austauschen, Kopfbedeckung. Die haben wir nur schon auf dem Kopf. Was haben die? Einen anderen Hut. Das sieht auch nicht schlecht aus. Können wir die looten hier? Komm, wir schauen uns mal ein bisschen um, würde ich sagen. Okay, die Zimmer sind zu. You hear about that ruckus over at the hotel? Sorry, mister. Someone brought some new girls into town. Okay. It caused quite a stir. Oh, well, watch out. Die hat anscheinend noch gesperrt hier, oder? Kann ich Schnaps trinken? Gib mal einen Schnaps. Hier sieht's aus, müssen wir wieder aufräumen hier. So, okay, schauen wir doch mal. Die Musa ist Amerikaner, das haben wir jetzt gerade erledigt. Wir könnten aber noch Kräuter suchen. Schafgarbe. Treating you. What do you think? Ja, da oben hätten wir was. Können wir was erledigen? Schauen wir mal hier rein. Ah, okay, hier sind Fragezeichen. Just get out of my way. Hey, come on, sir. Try to remember what really happened at Sylvia's Saloon back in 76. Just a lot of bunk, Plato. It's just a lot of bunk. It's not bunk, Mr. Calloway, sir. It's history. Ancient history. Done and dusted. The dead got Who's off. Who's your friend there? Gotta keep suffering. Ha! Put that in your fucking book, Plato. This is Jim Boy Calloway. Die edelsten Männer the und eine Frau. Jim Boy Calloway. Who? The gunslinger. Fastest left-handed draw that ever drew breath. He once killed 14 men in a fight at Lucy Hollow. What are you waiting for? How do you mean? Well, I reckon right now, kill him yourself. I don't want to kill him. I want to deify him.
He's a god. I'm trying to write his biography. How's that going? I think I prefer the duel. Either I'd kill him and be able to be Baltimore's finest ever gunslinger, or he'd kill me and I could be set free from ever having to speak to him again. Well, you're starting to understand something very important. What's that? The joys of gunslinging. It's win-win, freedom or glory. That's brilliant. I'm gonna write that down, if I may. Be my guest. What's your name? I don't have a name. But you are a gunslinger. Not really. I mean, folks who need shooting, I try and shoot in the back. All that other stuff, it's, well, bunk. But you fought duels. Once upon a time, I may have. And you ain't interested in fame? I don't think so. Strange. But you like fortune. I need money, sure. Okay, then forgive me, mister, if I seem a little desperate. I am a little desperate. This book, I've got to make a thing of it, and, well, there's a whole list of gunfighters. Legends, every last one. Emmett Granger. Flacco Hernandez. Billy Midnight. Black Bell. Never heard of them. Maybe you can go and speak to them. Ask them about Calloway. Any of them get uppity, shoot them. I can't believe I just said that, but... You want me to go and find some... sad, deluded fools like him, ask if he was the greatest, and then if they get uppity, shoot him? Does sound a lot worse than it did in my head. How much you paying? Well, a lot. Half the proceeds of the book, if you help me get it written. I'll see what I can do. Ha! Oh, get photos. Okay. And there are notes on the back of those portraits that should lead you to him. I'll see what I can find out. I imagine we'll be stuck here upon your return. Hier ist some other Flophouse. Dokumenten besuchen. Okay. Die Leute soll ich praktisch dann befragen. Ah, es ist nochmal. Was können wir sagen? Tot oder lebendig? Blue Water Marsh. Sollte mich fernhalten, zu gefährlich für einen einfachen Biografen. Okay. Black Bell setzt der bekannte Offener, soll es auf der Karte mit BB markiert. Also Black Bell. Können wir doch gerne mal hinschauen. Aber wir schauen erst, wie weit die weg ist. Nicht, dass die hier 50 Kilometer weg ist. Oh, okay, dieser ewig weit weg. Black Bell, okay. Wen haben wir denn dann noch? Hey, mein Pferd ist da. Das ist ja geil. Das ist wirklich gekommen vom Lager bis hierher, oder was? Okay. Wie kann ich denn jetzt nochmal die... Let's get... Länger draufbleiben. Was ist das? Vergrößern, Seite, Kapitel. Ja, was wir bis jetzt alles gemacht haben praktisch. So, Aufgaben, die Edelsmänner und eine Frau. Ja, und wie kann ich jetzt die Fotos nochmal sehen? Habe ich hier irgendwo ein Menü dafür? Warte mal, was haben wir hier? Gegenstände. Hier können wir wahrscheinlich die Kamera auswählen, genau. Wie komme ich jetzt in das Inventar nochmal rein? Tasche, genau. Vorräte, Zutaten, Materialien.
Fotos, da sind die Fotos, genau. Zigarettenbilder. Fotografien öffnen. Ah, genau. Okay, BM. Black Bell haben wir, dann nehmen wir den mal. Gesucht in 8 Staaten. Okay. So, dann holen wir uns den letzten noch. Emmett Granger. Gespräch verweigert. So, okay. Jetzt haben wir die alle auf der Karte markiert. Jetzt würde ich sagen, schauen wir doch mal auf die Karte. Okay, hier sind die unten. Der ist näher vor unserem Lager. Können wir doch mal den markieren? Ob wir dann wirklich da hinkommen, weiß ich noch nicht, weil man weiß ja nicht, was hier noch unterwegs alles passiert. Sollte jemand hier irgendwo befinden. Okay, machen wir mal einen Wegpunkt hin. Dann schauen wir mal. Vielleicht ist es ja auch erst für später angedacht, dass wir uns die schnappen. Alter, ja, fast wenn es in deiner Nähe. Das Sound ist schon cool. Okay, dann reiten wir mal dahin. Falsch abgebogen. Und sorry, wenn ich hier noch ein bisschen alles lesen muss und schauen muss. Also ich muss sagen, das ist schon extrem viel, was die hier ins Spiel gepackt haben. Also musst du erstmal ein bisschen klarkommen damit. Kommen wir leider nicht ran, da müssen wir uns ranschleichen. Wir müssen ja auch viel jagen, glaube ich, in dem Spiel. So weit weg dürfte eigentlich nicht mehr sein. Shit. Alter, der ist down. Was ist da los? Ja. Pech gehabt. Ja. Wo ist der Wilde Westen? Ah, da oben haben wir wieder eine Quest, machen wir jetzt aber nicht. Wir gehen jetzt erstmal hier zu dem Emmett.
mit einer kleinen Abkürzung. Also das haben sie blöd gemacht, finde ich. Dass man jedes Mal, wenn man absteigt, sein Gewehr wieder nehmen muss. Soll ich den jetzt gleich killen oder nicht? Warte mal, ich schau mal, ob ich speichern kann. Weil wir wollen jetzt nicht hier verrecken und dann muss ich den ganzen Weg nochmal rennen. Und wir speichern. Okay. Okidoki. Dann gehen wir mal langsam ran an den. Here's trouble, all right. Hey, you. What do you want? Howdy. You Granger? That's my name. And my occupation, too, if you hadn't noticed. Weren't always like that, though, were. You used to be a quick draw guy. You knew Jim Boy Calloway? Used to be's correct. Them days are long over. And who might you be? Don't matter. I need you to tell me about Jim Boy. Just a quote for a book. A book about Jim Boy? Well, shit. I can't talk to you now. Look at me. I'm knee deep in hog crap. Well, don't mind me. We can talk while you work. I ain't talking and shoveling. Besides, young man like you get it done in half the time. I don't know about that. Ihr macht die Schweinescheiße weg. To know. You interested in the old days? You shovel this shit, I tell you some stories. You keep your hands clean, I don't give you squat. God damn it. These better be some stories. Oh, they are. Pick up Alter, jetzt muss ich die Scheiße wegräumen. I'll get out of here and stop wasting my time. I'm gonna do this for you, but I don't like it. Jim Boy weren't nothing, you know. Me? I killed men, women, and children, too. Animals. I even killed rocks. And I killed them good. I shot folks, stabbed folks, skinned folks. I scalped some. Boy, they scream when you scalp them. Hey, let me work. Ja, was cool gemacht, muss ich sagen. Don't know what got into these hogs, but I know what's coming out of them. Der Schweinebauer, Arthur der Schweinebauer. I burned folks alive. Buried folks alive. One time, I get it, all right? You're mean. What about Calloway? You have no idea, girlie. By a feminine type like you, I'd probably have chopped your head off, stuffed you, and eaten you like a sausage. No doubt. Now it's clean enough to eat off. I guess I'm done. Get that barrel to the shit pile, and I suppose you is. All right. No shortage of shit round here. Comes from hungry hogs and no hands. Hell, that stinks. Okay, I cleaned up your mess. Go on, tell me about Calloway. I said I'd tell you stories. I didn't say they'd be about him. Don't trifle with me, old man. You knew him. Just give me something, anything. You're making a book, you should make it about me. They're just words, is all. Give me something to say and I'll leave you alone. You owe me there. Hey, you be careful. Killer like me, it don't take much to end up on the end of my knife. One time... You know what? I don't think you were anything at all. Just a crazy old man. I ain't a killer? Well, you'd already be hog feed. I hadn't made a deal with the Federals, got this far. This is your last chance, Mr. Granger. Give me a quote for the book. Hey, you don't hit no man of peace. No government witness. Calloway said you was full of piss, but he didn't tell me the half of it. I'm itching to drop you, girlie. Only you ain't worth my time. I got too much to lose. Too much to lose? Well, seeing as I cleaned up this pigsty, I figure I'm in my rights to wreck it. Let's see. You don't want to do that? You walk away right now. Well, well. All I wanted was a quote. You don't know who you're trifling with. That's my stick!
Das Dynamit hier unten im Scheißhaufen anbringen, oder was? No. No. No! You did not! You just took yourself a regular shit shower, Mr. Granger. Boy, that's real nasty. You earned yourself a killing. And I'm gonna enjoy it now. Draw! It's gonna be the last thing you do. Weiß gar nicht, was ich machen muss. R2. R2 leicht gedrückt, um die Anzeige aufzunehmen, bevor du ziehst. Halte R2 leicht gedrückt. Handmodus L2. Okay, Mission abgeschlossen. Revenant Swanson. Ja, da haben wir auch noch eine Quest mit dem. Haben wir schon mal. Weiß ich nicht, wollen wir die Quest weitermachen oder nicht? Na komm, wir gehen mal zum Revenant Swans. Die können wir dann noch nebenbei machen, wenn wir in der Nähe sind. Gehen wir mal gleich zu ihm. Komm her, mein Hüttehü. Warte mal, hier ist Pistole. Kann man hier die Knarre nehmen? Plündern. Waffenöl. Du hast Waffenöl an dich genommen, welches dazu benutzt werden kann, den Zustand deiner Waffe zu verbessern. Wähle eine Waffe im Waffenrad und drücke R3, um sie zu pflegen. Okay. Revolver nehmen. Hä? Was ist denn jetzt hier? L1 Revolver nehmen. Da ist doch was, oder? Niemand. Granges Revolver. Ah, jetzt haben wir ihn, okay. Kettleman Revolver. Aber wir können jetzt. Haben wir jetzt den anderen Revolver liegen lassen, oder was? So, wir können uns immer einen nehmen, oder wie? Ich weiß, warte mal, Schaden... macht er... Nachladezeit, Genauigkeit. Feuerrad ist ja höher. Ja, komm, ich behalte den hier. Aber wir könnten mal das Waffenöl benutzen, oder? Oder machen wir hier mal Pflege? Reinigen, umdrehen. Reinigen wir mal.
Ah, da füllt sich unsere Waffe wieder auf. Alles klar. Warte mal, können wir das Schwein hier abschießen? Ah, jetzt habe ich keinen Bogen dabei. Gib mir mal meinen Bogen, Pferde. Schauen wir mal, ob wir das Schwein hier abschießen können. Dann können wir nämlich schauen, ob wir das vielleicht in unser Lager bringen können. Verstauen. Dann mach doch mal, verstauen. Achso, der muss von hinten rangehen. Okay. Ich glaube, dass wir bloß, also heute glaube ich, dass wir mehr nehmen können. Bloß im Schwein selber werden wir bloß eins mitnehmen können. Ich schau mal, ob wir jetzt noch mitnehmen können. Wie halten den nochmal? Genau, und jetzt schauen wir, dass wir das Schwein noch mitnehmen. Oder können wir das Schwein einfach so mitnehmen noch? Aufheben, na klar können wir das mitnehmen. Pferdeinventar. Dokumente, Wert gegen Gepäck. Vorräte, Tasche. Okay, zurück und schauen wir, dass wir noch ein Schwein mitnehmen. Okay. Pferdeinventar, Schwein entfernen. Aber wie kann ich denn ihm untersuchen, füttern? Ja, was kriegt denn der jetzt? Ah, okay. So, dann gehen wir mal hier rauf. Dann würde ich sagen, gehen wir aber mal in unser Lager. Dann könnten wir da eventuell das Zeug abgeben. Na? Wäre cool, wenn hier noch irgendwie so eine Anzeige wäre, wie viele Meter das noch sind. Oder ich weiß nicht, vielleicht kann man das hier einstellen. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Ich habe bis jetzt, glaube ich, noch nichts gesehen.
Yeah. Mach mal selber. Ich muss mein Schwein abliefern. Okay, ich glaube, das ist tot. Ich will eigentlich schweigen, gell? Ich hätte ihn eigentlich helfen können, aber ich will jetzt mein Zeug erstmal wegbringen. Man muss ihn eigentlich überall einmischen im Wilden Westen. So. Vorräte. Hey Arthur. Hey Arthur. Hey, get down, right, simmer down. Ja, sehr gut. So, okay, dann nehmen wir das mal. Und dann schauen wir mal, wo der Metzger ist. Der Metzger. Da vorne. Bringe Person, Tiere, um das Lager zu finden. Ja. Genau, hier ist er. Evening, Mr. Morgan. Wo muss ich das jetzt hin tun? Ablegen, ja, wo soll ich das hinlegen? Oder hinten auf die Ding da drauf. Hier rauf vielleicht, hä? Ablegen. Schlachtertisch abgeben. Ja, wo ist denn der? Hey, Arthur. Ach, da vorne der Tisch, oder wie? Schauen wir noch mal. Der hier, oder was? Do you realize you look like a backstreet butcher, Mr. Morgan? Na? You know, these hides and furs can also be done up into coats and boots and such. Beyond my skills, but there's a trapper that travels around these parts, Canadian feller, Skill Tanner. He can make just about anything. You should drop in on him sometime. Damn it, Pearson. Hat er sie wieder hinten abgelegt? Das ist doch ein Scheiß. Und Pearsons Schlachtertisch. Nein, will ich jetzt hier. Kriege ich das nicht hin, oder was? Was ist da los? Hey, Arthur. Wo ist es dahinter? Ich
Können wir schon mal schauen. Pearson. I ain't cleaned myself in weeks. Snap out of it, girl. Hier rauf, ne. Hier kann ich es aber nicht ablegen. You been on the run again? Warum kann ich das nicht hier ablegen? Was ist das für ein Scheiß? Talk to them. To Dutch. Das ist doch der Tisch hier, oder nicht? Come on now, Pearson. Glad to be off that mountain, Mr. Pearson? Yes, indeed. Lots to do now. Yeah, for all of us. Ja, wo soll ich denn das blöde Schwein hinlegen, Mensch? Bitte schon wieder auf. Ablegen. Ach komm, dann lass liegen das blöde Schwein. Ganz ehrlich, sowas regt mich auf. Schauen wir mal, ob die blöden Häute dahin legen kann. Vielleicht kann ich es nur mit, also ohne Häute machen. Alle wegwerfen? Wegwerfen, warum? Ich will ihn nehmen. Also das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Das ist doch ein Schmarrn, ganz ehrlich. Schau mal, ob ich übernachten kann hier. Also das verstehe ich jetzt überhaupt nicht, warum ich jetzt dieses blöde Schwein da nicht hinlegen kann. Probieren wir es nochmal. Ist das ein Schlachtertisch oder nicht? Oder hat er vielleicht noch irgendwo was anderes? Kann ich hier spenden? Oh, den muss ich spenden, oder was? Oh, Alter. Just in time, Mr. Morgan. Fine, but make sure you get a good price for it. Good job, Arthur. Many thanks, Mr. Morgan. Jetzt schau mal, wenn ich das jetzt auf Wegwerfen klicke, ob ich es dann im Inventar habe. Oder ist es jetzt bloß zur Zierde hinten drauf, weil ich es im Inventar habe? Sehen wir jetzt gleich. Hey, Arthur. Ah, alles klar. Verstanden. Ich habe es praktisch im Inventar, es ist nur zur Zierde dann hinten drauf. Okay. Gut, Leute, dann würde ich sagen, machen wir dann an der Stelle doch einen Cut und schauen dann in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet und wenn ihr wieder dabei seid. Gut, bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao.
Euer Andi.